Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen! Ich freue mich ja immer über gut recherchierte Anträge der Opposition. Nur ich glaube, hier sind sie nun wirklich völlig am Thema vorbeigegangen. Sowohl das BAFÖG als auch das erste Buch Sozialgesetzbuch sind natürlich hier Grundlage und sind natürlich beides Bundesgesetze. Wie Sie wissen, gab es Ende 2014 die lange erwartete Novelle des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Ich möchte nicht näher auf die unzureichende Ausgestaltung der BAföG-Förderung auch nach dieser Novelle eingehen. Wir sprechen hier ja heute aufgrund Ihres Antrags über einen ganz anderen Aspekt. Mit Ziffer 22 der 25. BAföG-Änderungsgesetzes wurden die Länder verpflichtet, bis zum 1. August 2016 eine elektronische Antragstellung zu ermöglichen. Die meisten Länder und ihre Ämter für Ausbildungsförderung konnten dies aber erst zum Start des aktuellen Wintersemesters umsetzen. Die elektronische Antragstellung nach § 46 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes muss den Vorgaben des § 36a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 oder 2 des ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechen. Mit anderen Worten, der Bund hat die Länder dazu verpflichtet, den elektronischen Identitätsnachweis oder die D-Mail als Identifizierungsmöglichkeit zu nutzen und erlaubt keine Alternativen, auch keine Videoalternativen. Richten Sie Ihre Kritik also an den Bund und nicht an das Land Nordrhein-Westfalen. Ihr Vorschlag für eine Identifizierung über Video entspricht nicht den Vorgaben des Gesetzes. Das hätten Sie auch selbst recherchieren können. Natürlich liegt die elektronische Antragstellung derzeit auch so niedrig, weil die des elektronischen Personalausweises und das, was immer für mehrere Personen, beispielsweise neben den Antragstellerinnen und Antragstellern, der Eltern und oder den Partnerinnen und Partnerinnen und des dazugehörigen Lesegerätes aufwendig und mit Kosten verbunden ist. Das heißt, Sie brauchen nicht nur einen entsprechenden lesbaren Personalausweis, sondern bis zu vier. Sodass fast immer die Möglichkeit einer rechtskonformen elektronischen Unterschrift fehlt. Der Ausdruck elektronisch übermittelter Anträge ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, aber dem Fehlen einer elektronischen Aktenführung neben den Papierakten in den Ämtern geschuldet. Die angeblich, aber Sie müssen natürlich auch feststellen, dass die elektronischen Eingänge, das haben Sie ja selber in den Antrag gestellt, natürlich minimalistisch sind und eine doppelte Aktenführung sowohl elektronisch wie papiermäßig noch viel aufwendiger wäre. Die angebliche händische Datenübertragung ist dagegen aber wahrlich nicht mehr notwendig, was mir auch Kolleginnen und Kollegen aktuell vor wenigen Tagen auf Nachfragen, die sie selber bei den Ämtern auch hätten vornehmen können, dann bestätigten. Entscheidender als eine wünschenswerte vereinfachte elektronische Antragstellung und Aktenführung ist aber die Bearbeitungspraxis zur Reduzierung der immer noch teilweise zu langen Bearbeitungszeiten. Vor Ort werden teilweise immer noch Belege nachgefordert, die nach einem Erklärungsprinzip eigentlich verzichtbar wären. Es herrscht in den Ämtern für Ausbildungsförderung oftmals der Grundsatz vor, Genauigkeit bis zum letzten Euro geht vor Schnelligkeit. Vielleicht sind dafür auch interne Überprüfungen bezüglich der absoluten Fehlerfreiheit mitverantwortlich. Dabei ist die BAföG-Bearbeitung eher ein Massengeschäft. Im Übrigen ist das aktuelle Verfahren zur elektronischen Antragstellung auch erst rund seit 2 Monaten verfügbar. Es ist also noch viel zu früh zu überprüfen oder sogar schon zu bewerten, ob das Verfahren generell angenommen wird oder nicht. Wir werden die Überweisung des Antrages aufgrund der parlamentarischen Gepflogenheit natürlich zustimmen, aber eigentlich könnte er schon an dieser Stelle als erledigt betrachtet werden. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Beul, für die Fraktion der Piraten.